Hallo Leute, das ist wirklich eine Sensation. In den fast noch völlig unerforschten Meeresgewässern vor den Gestaden Westaustraliens haben nun amerikanische Meeresbiologen einen Seedrachen entdeckt. Der feuerrote, dem Seepferdchen ähnliche und äußerst selten beobachtete Salzwasserfisch ist ein sogenannter roter Seedrache, der auf den klingenden Namen Pylopteryx devisea hört. Erstmals wurde dieses ungewöhnliche Tier, das wirklich wie ein klassischer Drache aussieht, letztes Jahr untersucht, leider aber ausschließlich mit bereits toten Fischen dieser Gattung. Jetzt wurde im anerkannten Fachblatt Marine Biodiversity Records der feuerrote Seedrache erstmals veröffentlicht. Das Journal berichtet, dass es in einer Meerestiefe von fast 50 Metern beim Fressen von Seetang beobachtet wurde. Also Leute, jetzt wissen wir es. Drachen fressen definitiv keine Menschen, sondern sind Vegetarier. Die nur 25 cm kleinen Tiere wurden dabei sehr heftig von Unterwasserströmungen durchgebeutelt, während sie fraßen. Dabei benutzen sie ihre äußerst kräftigen Greifarme und umklammern damit den Seetang. Sie verhindern damit, dass sie nicht von der Strömung abgetrieben werden. Ganz unbekannt aber ist dieses bizarre Monster der Tiefe allerdings nicht, denn es hat bereits zwei schon seit längerer Zeit bekannte Verwandte, nämlich den kleinen sowie den großen Fetzenfisch. Ihre blattartigen Flossen und Fortsätze erinnern stark an die Blätter des Seetangs und dienen als hervorragende Tarnung. Deswegen war die stolze Entdeckerin des Seedrachens, Josephine Stiller, vom Scripps Institut für Ozeanographie, auch so verblüfft, dass der Pylopteryx devisea keinerlei dieser Tarnvorrichtungen hat. Sowohl der kleine als auch der große Fetzenfisch können dafür aber nicht ihre hervorragende Tarnung als Greifarm nutzen. Jetzt rätseln die Wissenschaftler, wie das Tier evolutionstechnisch fähig war, einen effektiven Greifarm zu entwickeln. Aber sicher werden wir bald mehr von diesem bezaubernden Wesen erfahren, denn es wurde bereits sehr oft von Scuba-Divern gesichtet, da es in relativ seichten Meerestiefen vorkommt. Also Leute, vergesst bitte nicht, unseren Channel zu abonnieren, das Video zu liken und mit euren Freunden auf Facebook und Twitter zu teilen. Bis zum nächsten Mal, tschüss!